Touristen. Du musst aufpassen, wo du hintrittst, Fremder. Ubakawa ist nicht mehr das beschauliche Hafenstädtchen von einst. Oi, sieht aus, als wäre ein neues Gefährt in der Stadt. Entschuldige, ich muss mir das mal ansehen. Das hebe ich nicht auf. Mr. Flores, ich bin jetzt soweit. Manny Calavera, bist du das? Warst du nicht mal größer? Was machst du hier? Nun, wenn du's unbedingt wissen willst, nach meiner Frau. Ich habe erfahren, dass sie nicht lange nach mir verstorben ist und wie ich zu Fuß durch das Totenreich gehen musste. Man sagt, dass alle verlorenen Seelen nach Rubakawa kommen. Also kam ich hierher, um auf sie zu warten. Du musst sie sehr lieben, Celso. Ja, das ist wahr. Abgesehen davon hat sie noch all mein Geld. Woher weißt du, dass deine Frau nicht vor dir hier gewesen ist? Oh, Manny, wenn sie als Erste hier angekommen wäre, dann hätte sie bestimmt auf mich gewartet. Ich werde dir helfen, deine Frau zu finden. Wie sieht sie aus? Oh, hier, das habe ich von der DOD. Ich habe Handzettel davon gemacht. Ist sie nicht toll? Mit Haut muss sie wunderschön gewesen sein. Waren wir das nicht alle? Nun, dann gehe ich mal besser und sehe nach, wie es meinen anderen Kunden geht. Wenn du meinst, Manny. Eigentlich ist es fast ein Serienmodell, mit ein paar kleineren Veränderungen hier und da. Höre ich da einen Turbo oder ist das was anderes? Wissen Sie, da war dieses hohe, schrille Kreischen. Es tat richtig in den Ohren weh. Und ich habe gesucht und gesucht, aber ich konnte nichts finden, bis wir hier angekommen sind. Und? War es vielleicht der Keilriemen? Nein, es war Manny, der auf dem Rücksitz kreischte wie eine Katze, die man an eine Cruise Missile gefesselt hat. Das war ein guter. Hola! Hey Manny, Hafenmeister Velasco sagt, er weiß, wo wir die Knochenschleuder eine Zeit lang unterstellen können. Oh ja, wir können das Schätzchen doch nicht im Nebel stehen lassen, sonst zerfrisst es euch noch den ganzen Chrom. Chromfraß? Hast du das gehört, Manny? Wollt ihr Jungs eine Weile in Rubakawa vor Anker gehen? Wir suchen nach einer Frau namens Mercedes Colomar. Mit Namen habe ich's nicht so. Hatte sie irgendwelche besonderen Merkmale oder Tätowierungen? Sie hat mir zumindest keine gezeigt. Tja, wie ich schon sagte, mit Namen komme ich so gut klar wie ihr mit dem Nebel. Oh, lasst euch nicht bei eurer Fachsimpelei stören. Ach ja, wo war ich? Ach ja, jedenfalls...
Haben Sie diese Frau schon mal gesehen? Oh, wenn das die Frau ist, die du suchst, dann habe ich einen Rat für dich. Vergiss die Kleine. Sie ist hier vor 2 Wochen in einer hübschen Doppelkabine abgedampft. Und sie war nicht allein. Woher wissen Sie denn, dass sie fort ist? Ich kann das nicht glauben. Tja, Junior, sieh der Wahrheit ins Auge. Da schau in mein Hafenbuch, wenn du es schwarz auf weiß haben willst. Vor 6 Wochen, an einem Dienstag. 2 Tickets im Voraus bezahlt. Ich selbst hab den Shampoos am Bug zerschellen lassen. Oh, lasst euch nicht bei eurer Fachsimpelei stören. Hör mal, Söhnchen, ich weiß, wie du dich fühlst. Auch ich hab mal eine ganz besondere Lady verloren. Ich winkte ihr ein letztes Mal zu, als sie aus dem Hafen fuhr. Und ich sah sie nie wieder. Und wie war ihr Name? S.S. La Mancha war ihr Name. Aber ich möchte nicht weiter über sie reden. Es tut zu weh. Celso, deine Frau ist vor 2 Monaten mit einem anderen Kerl abgereist. Steht alles hier drin. Oh, Manny. Gibt es in der Natur etwas Verlässlicheres als die Untreue der Frauen? Vergiss sie einfach, Celso. Hast du denn deine vergessen? Ich reise ihr nach. Übernimm du meinen Job hier. Dieser Mob hier lässt dich wenigstens nicht im Stich. Der Kompass im Stiel wird auch recht nützlich sein. Kommst du mal runter? Da ist jemand, der dich sprechen will. Du weißt doch, dass ich nicht mit den Gästen trinke. Nun, mit diesem wirst du bestimmt was trinken wollen. Hört sich nach deinem Typ an. Nun, es sieht nach einer ruhigen Nacht im guten alten Rubakawa aus.